Jo, hier geht das schon wieder weiter bei Wipeout HD Fury. Ja, ich mache das mal wieder ein bisschen, denn das soll so ein kleines Zwischenprojekt werden. Also, wenn das so zwei Parts kommen, danach geht das mit dem nächsten Projekt weiter. Hat einen Grund. Einer, der jetzt aber unwichtig ist. Ist gut, ich mache heute eine sogenannte Zone, heißt das glaube ich einfach nur. Und ja, auf Synkopia. Gut, ich fahre hier mal mit dem Pfizer einfach, weil warum nicht? Gut, es geht hier drum, möglichst lange zu überleben. Wenn man stirbt, ist man halt kaputt. So einfach ist das. Dann ist das Rennen vorbei. Deshalb sollte man am besten die Wände komplett meiden. Und je länger man braucht, desto mehr Geschwindigkeit kriegt man auch. Los geht's. Ich bin mal gespannt. Hier habe ich auf dieser Strecke, habe ich es übrigens auch geschafft, auf Mach 1 zu kommen. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt wohl laufen wird. Und ja, Horus ist heute nicht da, denn ich fahre ja auch alleine. Also, na gut, bin mal gespannt. Deshalb bin ich schon auf Venom, gleich komme ich auf die nächste Stufe. Unten links sieht man auch die Punkte. Wenn die mehr werden, dann, also wenn die voll werden, dann gibt es die nächste Stufe. Jetzt bin ich gerade auf Subflash. Und jetzt bin ich auf Flash. Gleich. Ah, nee. Also, die Punkte zeigen erstmal nur, wann man eine Zone geschafft hat. Wie viele Zonen man genau braucht, um zum nächsten zu gelangen, das kann halt unterschiedlich sein. Aber das werdet ihr ja sehen. Ich weiß gar nicht, was nach Flash kommt. Kommt da, Super Flash oder kommt da schon Subrap hier? Ich glaube, Subrap hier. Ja. Wie ihr seht, bislang geht das auch ganz easy. Also, ich muss auch nicht driften oder sowas. Also, mich in die Kurve lehnen. Ich kann ganz normal fahren. Hab keinerlei Probleme. Ist ganz einfach. Ist es gerade etwas scheiße, denn ich habe keine Playlist online. Auf meiner Playstation. Deshalb hört ihr gerade Musik, die ich hinterher einfügen werde. Und deshalb passt leider der Boden nicht zu den Tönen. Was etwas schade ist. Aber hey, kann ich mitleben. Ich hoffe, ihr auch. Weil das ist ja nur so ein unwichtiger Detail. Was eigentlich wirklich niemand braucht. Ich habe es eben auch nochmal ausprobiert, ob ich es immer noch schaffe, in die Mach 1 zu gelangen. Und nein, ich habe es nicht geschafft. Da bin ich bei Unterschall leider rausgeflogen. Mal gucken. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal. Aber erstmal fahre ich ganz chillig, ganz ruhig meine Runden. Synkopia ist wirklich einfach dafür. Ja, übermorgen gibt es dann auch nochmal Wipeout. Da werde ich dann den... Wie nennt sich das? Zonenkampf ist das nicht? Zonenrennen ist das nicht? Irgendwie, ich werde da gleich nochmal nachgucken, wie das heißt. Fakt ist, da muss man... Ist doch ein bisschen wie so ein Shooter. Keine Ahnung. Langsam wird's schnell. Konnte ich gerade richtig merken, wie auf einmal das Fahrzeug schneller wird. Oh, da bin ich das erste Mal gegen die Wand gestoßen. Das macht aber nichts, denn je mehr Zonen ich schaffe, desto mehr füllt sich meine Energie wieder auf. Also wird sich das überhaupt nicht bemerkbar machen. So. Dieses Mal mache ich mal wieder eine perfekte Runde, hoffe ich. Konzentriere mich mal eben ein bisschen. Ja, ab hier soll es Grit sein. Perfekte Runde. Phantom. Schön. Schon eine etwas höhere Geschwindigkeit. Muss mal gucken, was ich... Ich muss echt mal gucken, was ich für eine Musik reinmache. Weil... Ich wäre ja dafür, dass ich so ein bisschen 8-Bit-Musik vielleicht reinmache, weil ich habe gerade so viele. Mal gucken. Übrigens dieses, diesen Krach, den ihr hört, wenn ich auf den Boden komme, falls ihr ihn überhaupt hört, heißt das. Ist ganz normal, zieht mir auch nichts an Energie ab. Alles okay. So. Phantom ist dann doch schon recht schnell.
ist ja... Noch läuft aber alles gut. Ich glaube, erst bei Super Phantom habe ich Probleme, was jetzt gleich kommen wird. Oder auch nicht. Schlimm ist, wenn die nächste Stufe in der Kurve kommt. Da kann ich so schnell umjustieren. Am besten irgendwo auf einer Geraden. Oh, fuck. Das macht überhaupt nichts. Einmal runterfallen ist okay. Jetzt seht ihr, ich habe schon ein bisschen Energie verloren. Und da kommt Super Phantom. So. Einfach weiterfahren. Energie ist auch schon wieder voll. Das heißt, ich darf einmal anstoßen. Super. Wie gesagt, füllt sich ja mit der Energie unten links. Ah, ich würde sogar schon fast sagen, dass ich jetzt, wo ich in Super Phantom bin, naja, spätestens in Super Zen, mal gucken, werde ich wohl das Reden aufhören und mich eher aufs Fahren konzentrieren. Um mal zu gucken, ob ich es überhaupt so weit schaffe. Mal sehen. Oho. Und das sind Super Phantom. Naja, aber das ist auch die einfachste Strecke, finde ich, hierfür. Deshalb mache ich die ja auch. Aua, scheiße. Das war gut. Sehr gut. Mhm. So, noch geht das einfach. Ich möchte übrigens noch nicht spoilern, was das nächste Projekt ist, aber... wird mir Spaß machen. Weiß ich jetzt schon. Weil mir hat das Spiel auch beim ersten Durchspielen richtig Spaß gemacht. Schon bin ich in Zen drin. Super. Nein, nur normales Zen. Kein Super Zen. Aber das kann auch nicht lange auf sich warten lassen. Oh, langsam muss ich mir in die Kurve reinlehnen. Langsam wird es doch enger. Aber deshalb ist es nur die erste. Und die letzte, falls ich den Boost verwende. Uff. War knapp. Ist ein bisschen schade, dass ich gar keine Musik habe. Hm. Finde ich nicht so gut. Perfect Lab. In Zen. So soll ich mir vorstellen. Na, jetzt wo ich rede nicht, aber... trotzdem. Ui. Ich weiß gar nicht, wo das war. Ich glaube, ab 50 hat man Schallgeschwindigkeit. Wir werden es hoffentlich erfahren. Jupp, das war super von mir. Mist. Wird schon kritischer, wenn ihr seht, ihr bemerkt bestimmt selbst. Gerade. Also muss ich leider etwas konzentrieren. Hilft aber auch nichts. Ne, 50 war es Unterschall, glaube ich. Mal gucken. Langsam wird's gefährlich. Unterschallgeschwindigkeit, Leute.
kann nicht mehr lange dauern bis zur Mach 1. Geduld. Nur Geduld. Und da haben wir auch schon die Schallgeschwindigkeit. Mach 1. Mal gucken, wie weit ich es jetzt noch schaffe. Jetzt wird's gefährlich. Down. Schade. Aber das war es auch schon mal etwas. Ich habe immer schon die Schallgeschwindigkeit erreicht. Na, wie sieht es aus mit Punkten? Ich frage mich so wegen der Loyalität, deswegen. Ich will jetzt nicht weiter drin. Ich will gerne sehen, wie viel ich bekomme. Aha, okay. Ich habe hier übrigens auch immer die Loyalitätspunkte gefarmt, weil hier kann man das recht gut. Ja. Höchsttempo, da steht erstmal 1330 km/h. 1235 km/h ist übrigens Schallgeschwindigkeit, also bin ein bisschen drüber. Nur so 100 km/h. Na gut, ich hoffe, dass der Part euch gefallen hat. Wie gesagt, ist ein Zwischenprojekt, deshalb auch kurze Parts. Ansonsten käme gar nichts, wenn euch das lieber wäre. Aber ich denke, da ist das doch eine angenehme Abwechslung. Zudem weiß ich ja, dass ich gewisse Abonnenten habe, die das scheinbar mögen. Und das freut mich. Na gut, aber das will ich sagen. Ich bin Wildchild. Das war auf alle Fälle Wipeout HD Fury. Und demnach nur noch Ciao.